Herzlich willkommen hier im Forum der Bundeskunsthalle Bonn. Wir sitzen im Rohbau unseres Bühnenbildes zu der Musiktheaterproduktion Nocturno. Und mein Name ist Florian Lutz, ich bin der Regisseur der Produktion und möchte Ihnen heute eine erste Idee von unserer Konzeption vermitteln. Das Stück Nocturno ist ein Auftragswerk der Oper Bonn an den österreichischen Komponisten Georg Friedrich Haas, das hier am 23. März Premiere haben wird und dann in den drei Folgetagen am 24., 25. und 26. März zu sehen sein wird. Mit dieser Inszenierung von Nocturno kehrt die Oper Bonn an den Ort zurück, an dem vor ca. 20 Jahren die zeitgenössische Musiktheaterreihe Bonne Chance ihren Anfang nahm. Und vermutlich wird unsere Uraufführung am 23. März vorerst den Endpunkt dieser langen, sehr spannenden Reihe darstellen. Da nun einerseits im Zentrum unseres Stückes die historische Künstlerpersönlichkeit Sappho steht und wir uns andererseits hier an einem Ort der zeitgenössischen Kunst befinden, in der Bundeskunsthalle in Bonn, haben wir uns entschieden, keine klassische Theaterinszenierung zu machen, sondern unser Stück in einem Raum zu spielen, der seine Art zeitgenössische Kunstinstallation darstellt. Dementsprechend wird der Zuschauer auch nicht getrennt vom szenischen und musikalischen Geschehen auf regulären Podesterien sitzen, sondern mitten im Geschehen drin. Wie Sie vielleicht erahnen können, hier ermöglicht Ihnen das, Teil einer szenischen Handlung zu werden, die Musik rings um sich herum zu erfahren und direkt neben und zwischen unseren Darstellern Platz zu nehmen. Und so wie dieses Bühnenbild, das Christoph Ernst entworfen hat, erst im Lauf der nächsten zwei Wochen vollendet werden wird, so findet auch jetzt die entscheidende musikalische Arbeit an dieser Uraufführung statt. Wir konnten mit der Musikfabrik NRW, das im Moment vielleicht renommierteste zeitgenössische Musikensemble von Nordrhein-Westfalen, für diese Produktion gewinnen. Und die beiden Solisten Ruth Hartmann und David Pichelmeier sind ein absolut exzellentes Ensemble für diese Uraufführung. Ich freue mich sehr, jetzt gleich nach Köln zu fahren, wo unter der Leitung von unserem Dirigenten Christopher Sprenger die ersten Orchesterproben musikalisch stattfinden werden mit der Musikfabrik. Ich hoffe, dass ich Ihr Interesse an unserer Arbeit wecken konnte und würde mich sehr freuen, Sie am 23.03. hier zur Uraufführung von Nocturno in der Bundeskunsthalle Bonn begrüßen zu dürfen.